Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisenberg Zockt. Baja oder Bacha, Edge of Controller ist das Spiel, ist von THQ Nordic und ist die Neuauflage des Offroad-Rennspiels für Xbox 360 und PlayStation 3 aus dem Jahre 2008. Das habe ich jetzt vorgelesen. Hat man wahrscheinlich gar nicht gemerkt. 160 echte Fahrzeuge in 8 Klassen, mehr als 100 Strecken, 9 offene Welten und 1600 Kilometer Landschaft. Das ist ja schon mal ordentlich. Ich hätte noch ein Lenkrad gehabt, das ist allerdings so alt, das läuft leider mit Windows 10 nicht mehr, muss ich leider feststellen. So ein altes Microsoft-Teil, keine Ahnung mehr, wie das genau hieß, aus dem Jahr 2000, 2001. Damals habe ich das gekauft für das neue Colin McRae Rally. Das war das erste damals, das war cool, habe ich relativ oft gespielt. Aber eben, läuft nicht, also interessanterweise die Knöpfe, die gehen, aber ich kann nicht steuern. Bringt natürlich herzlich wenig bei einem Lenkrad. Dafür habe ich jetzt das hier. Und das werde ich jetzt zum ersten Mal benutzen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein Xbox-Gerät in der Hand gehabt. Aber das Spiel läuft halt nur entweder mit Gamepad oder mit Lenkrad. Deswegen musste ich das jetzt so lösen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hier handle. Also ob das überhaupt halbwegs funktioniert. So, wir starten mal. Wir haben hier Rennen oder die Karriere oder mehr Spieler und so weiter. Wir machen einfach mal ein normales Rennen. Und da jetzt, was wir da gerade sehen, das müsste die Originalversion sein, von der Optik her zumindest würde ich beurteilen. 2008 war das. Das könnte etwa hinkommen, denn das sieht schon anders aus. Ich war mal kurz drin vorher, ich muss ja jeweils gucken, ob es auch vernünftig aufnimmt. Ja, das sieht definitiv anders aus. Okay, wir machen mal ein Rennen und zwar, was machen wir denn? Wir machen mal Bacha, wenn das Spiel schon so heißt. Und die Umgebung, die können wir auch noch wählen. Oh, das sieht doch hier relativ nett aus. Score Bacha 500. Nehmen wir mal. Und als Fahrzeug einen Trecker. Nein, was anderes. Da hat schon coole Fahrzeuge. Class 1 Unlimited. Da würde ich mal sagen, wir nehmen das mal. Warum hat es jetzt nochmal einmal geschoben? Naja, sieht auch cool aus. Ich möchte aber trotzdem. Wo war er denn? Ach, das ist einfach eine andere Lackierung, so wie es aussieht. Kann das sein? Wir nehmen den mal. Der sieht nicht schlecht aus. Arcade und die KI-Stärke lassen wir mal auf schwierig, 90%. Ich möchte mal gucken, wie weit wir kommen. Aber eben hier mit diesem Gerät, geht schon los. Sieht cool aus, das Ding. Und ich werde natürlich, weil ich kann, hier gleich mal in die Ego-Perspektive wechseln. Immersion, ahoi. So, auf geht's. Ab auf den Asphalt. Und ich würde sagen, man sieht, dass das anders aussieht als das Original, wenn man vorher die Bilder gesehen hat. Sind ja doch auch schon wieder gut 10 Jahre. Sagenhaft. Okay, hier mal frech Kurve schneiden. Eieiei, okay, ich muss auch mit der Bremse arbeiten. Aber jetzt die ersten 1-2 Runden. Hier ist noch Privatverkehr, sag mal, hackt's? Na toll. Die ersten 1-2 Runden werde ich wahrscheinlich primär nicht gegen die Gegner kämpfen, sondern hier mit der Steuerung. Ich muss das hier erstmal wirklich in den Griff bekommen und rausfinden, wie was wo. Wo die Bremse ist, habe ich jetzt gerade gemerkt. Das ist relativ klar. Wir kürzen mal nochmal ab. Ich weiß gar nicht, ob das hier groß erlaubt ist. Da ist ein Hoppelhase. Ja, geh weg. Nicht, dass... Oh! Ich wollte jetzt sagen, nicht, dass das hier dann Hasenbraten schneit. Das muss nicht sein. Aha, wir sind... Sehe ich das richtig? Wir sind Zweiter. Wie haben wir das denn angestellt? Naja, wie auch immer. So, man hat halt natürlich auch das Problem. Also ich, mal abgesehen davon, dass ich mit dem Controller gerade noch nicht so warm werde, dass wir die Strecke nicht kennen. Oder ich kenne sie nicht. Bei einem Rennen haben wir da jetzt gerade eine Straße gekreuzt mit Verkehr. Das ist ja interessant, was die hier organisieren, Mensch. ja, wenn man ein Rennspiel spielt, sobald man die Strecke kennt, hat man natürlich einen gewaltigen Vorteil. Wenn man die nicht kennt, dann ist man relativ ausgeliefert. Oh, und muss halt immer, ja, erst, man kann erst dann reagieren, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, was zum Beispiel genau so eine wilde Kurve angeht. So, da sind aber noch weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Rennform ist. Wir sind ja nicht zusammen gestartet, sondern leicht zeitversetzt. Also geht es wahrscheinlich dann doch eher auf Zeit. Aber es ist ja eigentlich auch sekundär, ob wir jetzt hier Erster werden oder nicht. Es geht darum, Spaß zu haben. Und das muss ich sagen, das funktioniert relativ gut. So, das war tatsächlich mal die Bremse. Das funktioniert relativ gut hier mit dem Spaß. Also mir taugt. Jetzt ist da schon wieder Privatverkehr. Stau. Oh, sag mal. Aber wer organisiert solche Rennen, wo hier irgendwelche Privatautos... Was machen die denn da? Das ist doch nicht schön.
Los, fahr. Oh. Jetzt ist unsere Karre kaputt. Nee, doch nicht. Das hat gerade für einen Moment den Anschein gehabt, das könnte ich nicht mehr steuern. Aber ich glaube, da war wieder noch irgendjemand im Weg. Ja, mal gucken, ob wir noch rausfinden, wie die hier werten. So, nochmal kurz auf die Bremse. Dann kann ich hier ja mal, sobald ich kurz Zeit habe, noch zeigen. So sieht das aus im Third-Person-Modus. Da ist gleich der Sound leiser. Finde ich auch schon mal schade. Ja, es hat gleich die Immersion weg. So wird es halt zum Videospiel. Und wenn man tatsächlich die First Person nutzt, die ist wahrscheinlich schwieriger zum Fahren, dann hat man halt wirklich irgendwie viel mehr Immersion. So, und ihr seht schon, ich kann es in der... Der hat die Tür offen. So, ich wechsle nochmal zurück. Ich kann es in der First Person eigentlich fast besser, habe ich das Gefühl, weil ich mich diese Ansicht eigentlich mehr gewohnt bin. Eben auch von Colin McRae. Das habe ich früher gesuchtet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Dritter. Ja, jetzt müssen wir aber Gas geben. So, das war halt schon ein absolutes Hammerspiel. Oh, jetzt legen wir uns dann gleich wieder hin wahrscheinlich. Ne, hat geklappt, aber wir sind ein bisschen abseits. Wir gehen wieder zurück. Wie kommt man denn da heile rüber? Wahrscheinlich indem man davor vielleicht ein bisschen bremst. Aber ist halt jetzt ein Rennspiel. Wer bremst in einem Rennspiel? Das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich auch gerade nochmal gebremst. Ging nicht anders. So. Sieht cool aus. Macht Spaß. Und das erinnert mich halt tatsächlich an Colin McRae. Jetzt bräuchte ich nur noch mein Lenkrad. Dass das nicht mehr geht, das ist einfach irgendwie... Ich verstehe es nicht. Es ging eigentlich bis zum Schluss mit dem alten Computer ging es. Also ich verstehe schon. Es ist halt Windows 10. Deswegen geht es nicht. Aber dass man das nicht irgendwie dann nochmal mit einem Treiber oder so... fixen kann. Sie verkaufen das halt nicht mehr. Und dann, wer programmiert den Treiber? Das ist dann wahrscheinlich eben das ganze Problem. So. Wir werden nachher mal nochmal eine andere Strecke fahren, würde ich vorschlagen. Die hier hat es doch relativ in sich. Und eben, ich und mein Xbox-Pad. Kann es sein, dass wir laufend überholt werden? Was steht denn da oben? Wenn es dann nochmal eingeblendet werden würde, dann wüssten wir es. Ich vermisse ein bisschen den Turbo-Boost. Oh, Vierter. Okay. Dann würde ich sagen, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu konzentrieren. Und bremsen ist halt einfach schlecht. Man steht gleich. Das ist so eine starke Bremse. So eine kräftige. Dass das eigentlich schlecht ist. Man sollte versuchen anders... Oh Gott, man sollte versuchen anders... zu bremsen. Aber wie soll man anders bremsen? Dafür brauchen die Bremse. Welche Erkenntnis? Nee, eigentlich im Prinzip, dass man halt vielleicht langsamer fährt. Davor. Ein bisschen vom Gas runter geht, dann muss man nicht so bremsen. Das könnte euch auch eine Idee sein. So, ich fahre hier an den Tafeln vorbei. Und zurück auf die Strecke. Zu Befehl. Wir sind immer noch Vierter. Von wie vielen? Von vier? Nee, von fünf. Ja, wahrscheinlich noch von ein paar mehr, aber das ist trotzdem irgendwie relativ schwach. Es ist ja, man könnte so schön sliden, wenn ich wüsste, wo auf diesem Pad die Handbremse ist. Ohne wird es schwierig. So, mit dem Steuerrad geht das eben relativ einfach. Ich muss eigentlich gar nicht nach da oben gucken. Solange uns keiner überholt und wir auch niemanden überholen, werden wir uns nicht verbessern oder auch nicht verschlechtern. Wie viele Runden haben wir denn? Steht das irgendwo? Nee, sehe ich zumindest nicht. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt kommen wieder diese Hügel. So, das war jetzt schon mal besser. Vor der Kurve vom Gas weg und in der Kurve wieder Gas geben. Wo haben wir die Hügel? Die müssen doch dann irgendwann kommen. Ja, hier sind sie, glaube ich, schon. So, Warnungen nie. Jetzt habe ich irgendwas beim Pad umgestellt. Ich brauche keine Warnungen. So, hier rüber. Einmal Jump und dann geht das hier runter, genau. Und wenn das jetzt tatsächlich schon dieser Hügel war, dann war das eigentlich schon besser wie vorher. So, hier können wir eigentlich gerade rüber. Ich weiß nicht, ob wir nicht langsamer werden, wenn wir die Strecke verlassen. Das kann natürlich auch sein. Dann ist dann die Abkürzung natürlich eher kontraproduktiv. So, da zerfräst es einen wieder. Und da unten ist wieder die Autobahnunterführung.
So, hier geht's wieder rauf. Oh, falsch geguckt. Ich dachte, da geht's links. Und da sind wir wieder beim Thema, dass man die Strecke halt besser kennen muss. Aber egal, was wir jetzt hier machen, ich muss sagen, das macht wirklich Spaß. Das macht sogar Spaß mit diesem Xbox-Gerät, das ich nicht beherrsche. Oh, oh. So, hier runter und weiter geht's. Ich nehme an, wir sind immer noch Vierter. Was sollen wir sonst sein? Jetzt sehe ich aber auch keinen Kontrahenten mehr irgendwie. Oh, jetzt wissen, das ist hier ja schon eher. Wo fahre ich rückwärts? Ich weiß nicht, wo ich rückwärts fahre. Irmo muss doch hier. Aha, hat sie uns zurückgesetzt. Okay, ich wollte gerade sagen, Irmo muss doch hier der Rückwärtsgang sein. Heiliges bisschen. Das ist aber auch eine echt hässliche Kurve da, das muss man sagen. Wenn man mit Vollspeed daherkommt. Sind wir immer noch Vierter? Jetzt hatten wir gerade eine längere Pause. Oh, da kommt wieder der Gegenverkehr. Da ist der Hubschrauber gelandet. Das ist ja auch nett. Das sind so die Details. Ah, habt ihr gesehen? Da hätte ich anhalten können für eine Reparatur. Da habe ich wahrscheinlich mit irgendeinem Befehl, den ich ausgelöst habe, versehentlich mit diesem komischen Gamepad. Nee, ist nicht komisch. Der das bedient, ist komisch. Reparatur angefordert. Das geht also auch. Das ist natürlich auch relativ cool. Aber das müsste man dann eben auch wissen, dass man das gemacht hat. Dann könnte man auch reagieren. Wenn der Hubschrauber gelandet ist, dann müsste man nicht völlig fröhlich sagen, da ist ein Hubschrauber gelandet. Und dann merken, der wäre ja eigentlich für uns gewesen. So, ich denke, meine Übungsrunde, die habe ich dann langsam. Ich würde sagen, wir machen mal noch ein anderes Rennen. Und zwar hier beenden. Ne, Moment. Nochmal. Dann diesen hier. Genau, dann beenden wir. Inhalt wird gespeichert. Das tut nicht Not. Muss echt nicht sein. Wir machen wieder Rennen. Und dann machen wir mal einfach ein Streckenrennen. Okay, und zwar wir gucken mal, was es hier lädt. Da lädt es wieder die alte Grafik. Na, aussehen tut eigentlich alles relativ einladend. Hier hätten wir Wasser. Wisst ihr was? Wir haben mal das. Wasser ist immer gut. Und hier nehmen wir ein Schiff. Wir nehmen das mit dem Schiff. Und wir nehmen. Nein, irgendwie, ich mag diese Trucks nicht. Also ich mag sie nicht fahren. Ich mag so einen nehmen. Okay, nehmen wir den. Irgendwie, wenn den ersten Vorschlag nimmt sie irgendwie komischerweise nicht an. Ich lasse hier mal auf 90. Und jetzt haben wir da noch Runden. Moment, da könnten wir doch mal auf, machen wir mal 3. Das sind, glaube ich, relativ lange Rennen. Dann können wir das Rennen vielleicht sogar mal fertig fahren. Da haben wir gerade gesehen, in der Garage kann man Tune machen und tun. Das wird aber primär wahrscheinlich wirklich im Karrieremodus Sinn machen. So, und jetzt ist mal Ruhe hier. Jetzt werde ich nämlich mal mich ein bisschen konzentrieren. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, ein bisschen besser werde ich es jetzt wahrscheinlich machen können, da ich mich schon ein bisschen mehr mit der Steuerung angefreundet habe. Zumindest mehr als zu Beginn. Ich glaube, ich erwische aber auch immer die schwierigsten Strecken. Kann das sein? Steht das noch irgendwo? Und ich ignoriere es, beinhart. Na fahr, was ist? Schon kaputt die Karre? Ach, da hängt uns einer nebendran. Wahrscheinlich haben sich Reifen und Reifen berührt und deswegen kam er da nicht mehr vernünftig weg. Ah, cool, das Kreuzfahrtschiff. Ich stehe ja bei so Rennspielen eben sehr darauf, wenn hier irgendwie noch Details gezeigt werden. Eben so Hubschrauber und Zeugs. Alles Mögliche, was da an der Seite draußen steht, das gibt halt immer Atmosphäre. So, wir kürzen mal nochmal ab. Ja, ich glaube, ich unterschätze ein bisschen die Beschädigung des Fahrzeugs. So, eine Runde haben wir. Das heißt, jetzt kommt nichts mehr Neues. Jetzt müsste ich mir die Punkte merken können, die hier wichtig sind. Weil man hat halt sonst keinen Plan, wo man bremsen muss, wo man schneiden kann und so weiter. Mir fehlt hier ein bisschen dieser 5, 6, 3, 2, 200 Meter Senkrechte, den man bei Colin McRae hat. Kann das sein, dass ein Teil da unten lang gefahren ist? Was machen wir denn jetzt hier? Und Colin McRae war schon auch. Da habe ich mal die ganze Nacht wirklich ohne Pause gespielt. Das weiß ich noch genau. Das ist Ewigkeiten her. Ah, das ist im Prinzip, gibt es da eine andere Möglichkeit, hier lang zu fahren, okay? Eben die ganze Nacht gespielt. War völlig genial. Bis
einen frühen Morgen und dann habe ich einen Kollegen abgeholt. Dann sind wir irgendwie, glaube ich, zum Fußballspiel gefahren. Und als wir da im Auto drin saßen, sind wir in den Wald reingekommen und ich war geistig völlig gleich wieder bei Colin McRae. Wenn man das eine ganze Nacht lang spielt, schon krass, wie das dann die Psyche fesselt und man wirklich das Ganze in die Realität überträgt. Also ich bin fast ein bisschen erschrocken damals, aber es war halt einfach wirklich auch nur cool. Ich finde vor allem bei Colin McRae beim ersten Teil war die Grafik halt auch der Hammer. Also das ist wahrscheinlich heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber das sah damals wirklich einfach so echt aus und man hatte so ein wirklich gutes Geschwindigkeitsgefühl. So, und jetzt fahren wir hier aber irgendwie neu. Das ist jetzt diese Abkürzung. Mal gucken. Ah, dann kommen wir hier raus. Okay. Wie viel ist Position? Da steht's ja. Lab 3. Wir sind Zweiter gewesen. Jetzt sind wir wieder Dritter, weil wir hier wieder nicht vom Acker kommen. Aufwärts. Haben wir keine PS hinterm Hintern? Was ist das denn für ein Gerät? Oh, da trägt uns wieder raus und zack, sind wir schon der Vierte. Oh, und das so kurz vorm Ziel. Noch eine Runde? Nein. Okay, schade. Vierter. Hm. Können wir das auf uns sitzen lassen? Nein. Wir gehen wieder zurück und wir machen, wenn ich mal auf die Zeit gucke, doch, wir machen mit Sicherheit nochmal ein kurzes Rennen. Und ich würde gerne nochmal so ein Streckenrennen machen, da hat man den direkten Kontakt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie so eine Art Schwierigkeitsgrad eingeblendet bekommen. Canyon de Jelly, Canyon Lake, Painted Desert, die bemalte Wüste. Uyuni Salt Flats. Gogono Island, das hatten wir gerade. Gabo San Luca hat auch ein Kreuzfahrtschiff, sehr schön. Ja, ist halt, was man so hat. Wir nehmen mal Nevada. Gut, hier haben wir Casino. Da haben wir jetzt, Achterbahn, das ist natürlich sehr cool. Da haben wir das Teil mit der Achterbahn, okay. Da fahren die wahrscheinlich einfach mit der Achterbahn oben rüber, nehme ich mal an. Und jetzt nehme ich mal irgendwas, was ein bisschen, genau, der sieht grummelig aus. Wir nehmen den mal. Lassen wir wieder von, oh, jetzt habe ich die Runden, glaube ich, nicht verändert. Jetzt haben wir 5, naja gut, dann schauen wir mal, wie gut es läuft. Wenn wir weit vorne sind, fahren wir fertig. Und wenn wir letzter sind, dann starten wir glatt nochmal was anderes. Okay, das sieht schon mal sehr nett aus mit dieser Motorhaube hier. Und das staubt halt, da sieht man gar nichts, wenn man hinten ist. Da ist dann doch das Ganze eher von Vorteil, wenn man ein bisschen vorne ist. So, schubsen kann man natürlich auch. Zurück auf die Strecke. Ja, zu Befehl. Vielleicht mal nicht anecken, sondern einfach fahren. Weil sonst hauen uns die Kollegen hier vorne natürlich ab. Es slidet dann doch, das ganze Ding. Obwohl ich nicht mal selber slide. Das ist halt der Dreck, auf den wir uns bewegen. Der Sand, der Staub oder was das immer ist. Ja, wahrscheinlich schon eher Sand. Staub hat man in der Wohnung, wenn man Pech hat. So, bremsen und Gas, 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 irgendwie, er beschleunigt nicht schön. Da liegen aber schon Trümmerteile auf der Fahrbahn. Weiß nicht, habe ich das schon gesagt, aber es gibt definitiv Kollisionsschaden. Und zwar auch optischen. Also man kann die Fahrzeuge wirklich im Prinzip bis aufs Grundgerüst zerlegen. So, hier haben wir das Ziel, das heißt Runde 1 haben wir. Ne, auch 3 Runden. Sehr gut, okay, dann hat es das übernommen, was ich da eingestellt hatte. Die sind aber schon hartnäckig. Aber eben, sie sind halt auf 90% bzw. auf schwierig, die Gegner, die KI. Und das war eine gute Bremse, indem wir den einfach mal kurz runterkicken. So, da oben fährt die Achterbahn. Sehr nett. Ui, und das geht dann aber ordentlich runter. Das habe ich so aus dem Augenwinkel gerade noch gesehen. Man reiche mir einen Turbo-Boost. So, einmal hier durch. Schon vorbei? Habe ich was verpasst? Schon wieder Vierter. Habe ich was Falsches gedrückt? Das war jetzt irgendwie ein komisches Rennen. Das war doch viel zu schnell eigentlich fertig. Ja, dann gehen wir nochmal raus. Jetzt machen wir noch ein letztes und da gewinnen wir. Das behaupte ich jetzt mal ganz frech. Wir können ja mal... Was haben wir denn hier noch? Freeride bringt nicht viel, aber so ein Hillclimb. Ui, da geht's. Ui, ja, ui, ui, ui. Okay, das wird bestimmt eher anstrengend, aber das kann man mal machen. Da ist es aber einfacher,
Warum nicht hier den VW? Das ist... Ja, hier, genau, den Käfer. Einmal Käfer, Arcade und KI-Stärke lassen wir. Wir fangen jetzt nicht an zu kneifen. So, aber natürlich wieder Ego-Modus, keine Frage. So, Gas. Ah, Gas war hier oben. Ach, jetzt geht's wieder los mit diesem ollen Gerät hier in den Händen. So. Oh, fühlt sich aber auch gleich ganz anders an, muss ich sagen. Fährt anders als die Karre vorher. Oh, und jetzt hier rauf. Heiliges bisschen. Mal gucken, ob wir das mit dem Käfer schaffen. Den Kaktus lassen wir mal Kaktus sein. Zurück auf die Strecke. Ich bin auch auf der Strecke. Das ist mehr Bergsteigen als Autorennfahren. Uiuiui, und jetzt guck mal. Warum komme ich jetzt hier nicht rauf? Jetzt fahre ich rückwärts. Ja, zurück auf die Strecke. Da kommt man. Was ist jetzt kaputt? Wenn ich Gas gebe, fahre ich rückwärts. Aha. Und hier geht's. Moment, jetzt irgendwas stimmt nicht mehr. Oh, oh, habe ich jetzt einen Bug gefunden oder hat es mir hier irgendwie das Gerät zersetzt? Moment, wir machen noch mal kurz. Was, Mikrofon aktivieren? Jetzt ist die Maus plötzlich da. Nein! Möchte ich ganz sicher nicht. Ich möchte auch nicht hier irgendwas mit Windows. Ich wüsste nicht warum. Und hier nochmal Escape. So, da ist ja kein Wunder, dass einem irgendwie die Tastatur das Gerät hier verstellt. Wir machen beenden. So, wir sind sicher, dass wir das wollen. Ich möchte nicht bergsteigen. Ich möchte nochmal schnell fahren. Machen wir mal Open Class. Und machen hier Tampico Challenge. Oh, das sieht relativ cool aus. Ist auch ein bisschen bergsteigen. Das hat aber was Nettes. Das können wir mal nehmen. Ach, das ist auch abgeschlossen. Okay. Ja, machen wir mal hier. Und ich würde eigentlich glatt beim Kollegen, wo ist er denn? Da, beim Käfer bleiben. Zack. Gut. Nehmen wir, machen wir. Und jetzt mal gucken. Ich hoffe mal, geht nicht wieder so derbe rauf. Wo sind die Gegner? Nirgends. Cam wechseln. Position 1 von 8, Lap 1 von 2. Muss man das verstehen? Wir fahren jetzt einfach mal. Mal gucken, wenn sie uns überrunden, dann ist nicht gut. Und sonst haben wir hier eigentlich freie Fahrt. Ich wollte eigentlich nochmal ein Rennen machen. Ich hätte das jetzt nicht so schlecht gefunden. Aber dann sehen wir wenigstens mal nochmal eine neue Strecke. So, bis jetzt geht es relativ gut. Irgendwo kann ich noch genau da nach hinten gucken. Das war einmal der Blick nach hinten. Da kommt tatsächlich weit, weit hinten ein Fahrzeug. Das sollte uns also definitiv nicht einholen. Und wenn wir jemanden einholen, dann haben wir ihn überrundet. Wahrscheinlich. So, aber ich sag, so alleine fahren ist dann wahrscheinlich im Karrieremodus spannender, wenn man ein Ziel hat. Dass man so und so viele Punkte haben muss und so weiter. Oh, da unten kreuzen wir, glaube ich, wieder mit einer Straße. Tatsächlich. Wenn man das so im freien Modus macht, dann fehlt mir ein bisschen der Anreiz, weil... Moment. Heiliges bisschen. Ab ins Meer. Weil eben die Gegner fehlen. Die visuellen. Wir haben natürlich... da sind sie ja schon. Die haben uns gehört. Die sind relativ gnädig mit uns. Aber das heißt natürlich, dass wir hier... Ja. Chancenlos zurückgefallen sind. Ui. Ah, schon cool. Also Spaß macht's. Und wenn man das ein bisschen übt, dann kann man hier auch definitiv was reißen. So schwierig ist es nicht. Ich glaube, das... Sieht alles ein bisschen schwieriger aus, wie es ist, weil ich so mit meinem Gamepad hier kämpfe. Wenn ich die Tastatur verwenden hätte können, wenn das auch funktionieren würde, dann hätte ich es so gemacht. Das geht natürlich auch. Aber wenn man dann zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Gamepad... Uiuiui, da hat es gekracht. Mit einem Gamepad spielt. Schon wieder fertig? Na, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Warum sind denn das so kurze Rennen? Also nochmal Rennen. Da machen wir, was haben wir zu Beginn gehabt? Bacher, das... War relativ cool. Und hier machen wir etwas, was wir noch nicht hatten. Können wir das fahren? Das ist nicht abgeschlossen. Machen wir mal. Und dann aber mehr... nehmen was anderes. Und dann aber ein bisschen mehr Runden noch. 1, 2. Nehmen wir mal dich. Okay.
KI-Stärke schwierig. Arcade-Simulation, da steht nicht, wie viele Runden es gibt. Dann machen wir einfach mal. Ah, da steht's auch. Dann kann man die Reparaturanforderungstaste drücken, wenn ich wüsste, welche die ist. Und dann kommt der Hubschrauber. Das ist ja schon sehr edel. So, gleich wieder wechseln. Und los geht's. Wir starten wieder unabhängig voneinander. Oh. Das hat keiner gesehen. Das waren nur Gummihasen. So, zurück auf die Strecke. Ich bin auf der Strecke. Wow, das ist aber relativ krass hier mit der Brücke, die da oben lang führt. Cool, noch mehr Hasen. Ja, kein Wunder, dass man da dann mal noch irgendwie so ein Tier mitnimmt. Okay, aber den da vorne holen. Eben, wir sind wieder zeitversetzt gestartet. Das heißt, das ist nicht ein Wettrennen im klassischen Sinn, sondern eher auf die Zeit, die wir fahren. Aber gut ist, ich sehe wenigstens am Staub, also am Dreck, den der hinten nach sich zieht, an der Staubfahne sehe ich, wo es lang geht. Da komme ich nicht in Versuchung, zu früh abzubiegen. So, oh, nochmal eine fette Kurve. Meine Herren, ich habe sogar gebremst und trotzdem hat es nichts gebracht. Gehen wir nochmal kurz in die Perspektive hier. Ich finde die halt langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde schon... Ei, die Viecher hier. Ich finde schon den Sound, den Motorensound viel zu leise. Das ist kein Autorennen, das ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Also, wir wechseln nochmal. Wir wollen ja auch ein bisschen Krach haben. So. Ich werde das Spiel ganz sicher mal nochmal spielen, wenn ich dann mal wieder irgendwann ein Lenkrad habe. Und ich werde sicher mal irgendwann wieder eins kaufen. Aber jetzt habe ich gerade einen fetten PC gekauft. Da gibt es ein Video dazu. Jetzt muss ich ein bisschen sparen. Jetzt kann ich nicht wieder x Dollar ausgeben für ein Lenkrad. Das möchte ich nicht tun. Zumal ich es halt auch eher selten brauche. Ich spiele aber Rennspiele relativ gern, also so ist es nicht. So, fahr. Na, gib Gas. Oh, hier beim Bauernhof rüber. Boah, mit den Bäumen auch nicht schlecht. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen zielen. Boah, tricky. Ja, hat natürlich was von Colin McRae. Hier mit diesen Pisten, die man hier hat. Das ist eine klassische... Boah. Eine klassische Rallye-Piste. Und das ist fies, wenn man zuerst abhebt und nachher kommt so eine Kurve. Das müsste man dann eben wieder wissen. Da müsste man die Strecke kennen, dann wüsste man, dass man da nicht voll breit drüber rauscht über diese Kuppe. Dann würde man da auch nicht rausgetragen werden. Boah, die ist aber schon, die ist fett, die Strecke. Warum habe ich eigentlich lauter fette Strecken genommen? Es gibt doch bestimmt auch welche, die man fahren kann, wenn man anfängt, dass man hier eben nicht so wirklich die krassen Teile hat. Das ist einfach, keine Ahnung, ein Kreis. Einfach ein Kreis rumdüsen. So, oh, wir sind... wie kann ich das deuten? Wir sind Erster. Kann das sein? Wie haben wir das denn gemacht? Ich glaube, da haben sie einen Fehler in der Zeitmessung drin. Oder haben wir jetzt tatsächlich... Ja, offensichtlich die schnellste Runde gefahren. Also, es geht ja doch. So, hier auf der Asphaltstraße... Da muss ich darauf achten, wo es dann wieder rausgeht. Da vorne, das sieht man eh schon. Da machen wir doch glatt mal hier die Abkürzung. Ich weiß nicht, ob es nicht eine Strafe gibt, wenn man zu lang nicht mehr auf der Piste ist. Das kann natürlich sein, dass es eine Zeitstrafe gibt, einen Abzug über einer richtigen Rallye. Oder dass man halt irgendwie eine andere Strafe bekommt. Keine Ahnung, dass man nur noch mit drei Rädern fahren darf. Irgend so ein Käse. Nein, aber halt wahrscheinlich eine Zeitstrafe. Irgendwie sowas in der Richtung. So, und das ist schon eine interessante Strecke. Einerseits hat sie Bereiche, in denen man wirklich sehr schnell fahren kann, geradeaus mit wenig Kurven. Und dann hat sie da oben eben noch so diese, ja, nee, das sind keine Serpentinen, aber halt so dünne Straßen am Bauernhof vorbei und so weiter. Und ich weiß nicht, ob unser Auto noch ganz heile ist. Sieht man das irgendwo? Ich kann halt da nicht runtergucken. Ich verpasse sonst, wo ich lang muss. Ja, ja, genau hier, habe ich gemeint. Wir parkieren mal im schattigen Plätzchen oder am schattigen Plätzchen. Ich sehe da nicht, dass das Fahrzeug kaputt wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so beschleunigt wie auch schon. Aber das kann natürlich auch einfach sein, dass man sich an die Geschwindigkeit gewöhnt hat. Das ist wie wenn man Autobahn fährt lange. Wenn man dann wieder auf der Landstraße ist, hat man ja auch das Gefühl, man parkiert gerade ein. Oh, das ist aber ja eher
drücke hier. Ich steuere da nicht mehr schön. So nach links möchte er irgendwie nicht mehr so doll. Nach rechts geht's noch, nach links nicht. Wir sind aber, glaube ich, tatsächlich Erster. Echt jetzt? Wie habe ich das denn gemacht? Keine Ahnung. So, ich denke, wenn man das X-Board, das Xbox Pad so rum wirklich kennt und beherrscht und damit schon oft gespielt hat, dann denke ich, kommt man hier relativ gut zu Rande. Denn es ist eigentlich wirklich sehr, soll ich sagen, sehr direkt das Ganze, die Steuerung. Aber eben, stellt euch mal vor, ihr müsst zum ersten Mal irgendwie mit dem Gamepad was machen und dann macht ihr als erstes gleich mal eine Aufnahme und dann gleich noch vom Rennspiel. Da habe ich mir was Schönes ausgedacht. Aber ist mir egal, mir macht das Spaß, deswegen wollte ich zeigen. So. Hier noch rüber. Und irgendwie, ich weiß nicht, kommen wir dann irgendwann im Ziel? Ich würde gerne noch eine Siegerehrung sehen, wo wir zu oberst auf dem Treppchen stehen. Denn das müssten wir. Wenn wir das da oben uns betrachten, dann heißt das doch eindeutig Win Situation. Oder eine Anzeige. Fehler, das könnte euch auch sein. Oder die Uhr ist stehen geblieben oder überhaupt. Alle anderen sind ausgeschieden, deswegen, ich weiß es nicht. Aber wir sehen da vorne eh, dass da auch noch jemand rumdüst. Boah, jetzt habe ich wieder für ein Momentchen nicht mehr gewusst, wo es lang geht. Aber ich glaube, es spielt sich tatsächlich jetzt schon besser. Also von wegen, so vom Feeling her, was die Steuerung angeht, das ist schon ganz anders wie noch zu Beginn. Eben auch, was das Gas geben angeht. Am Anfang habe ich einfach immer Gas gegeben, das macht man automatisch. Ganz komisch. Und jetzt kann ich mit diesem Knopf, mit diesem Gasgeb-Knopf tatsächlich schon ein bisschen umgehen, dahingehend, dass ich eben nicht mehr konstant Gas gebe, sondern auch mal runtergehe vom Gas. Okay, aber hier, der Bereich ist schon gnadenlos. Da steht tatsächlich noch ein Trecker. ob wir immer noch Erster sind? Ich meine, wenn wir mal eine schnellste Runde gefahren haben. Halt, hier geht's hier lang. Ah, ich dachte, geht links. Wenn wir mal eine schnellste Runde gefahren haben, dann haben wir die gefahren. Also dann sollte das eigentlich auch eine Weile zählen. Irgendwie, die Kiste ist so schwerfällig, da wird man gleich rausgetragen. Ich habe deswegen fast lieber die kleinen Fahrzeuge, die sind wendiger. Der hier ist, wenn er dann mal in Bewegung ist und rutscht, dann rutscht er. So, mal bremsen, weil ich keinen Plan habe, wo es lang geht. Hier, genau, an den Treckern vorbei. Immer noch Erster. Schlafen die anderen? Oder was machen die? Ist eine schöne Gegend. Hier kann man natürlich auch einfach anhalten und mal ein bisschen die Gegend betrachten. Das ist schon sehr schlecht signalisiert, das Ganze hier. Oh, und jetzt habe ich aber wirklich gemerkt, dass unsere Steuerung nach links, die ist dann doch eher im Eimer. Das wäre noch schön, wenn das irgendwo angezeigt werden würde. Das ist auch der Grund, warum es mich hier dauernd raushaut aus diesen Kurven, wenn ich mit links steuern muss. Aber ich sehe da auf der rechten Seite, jetzt konnte ich doch mal noch gucken, tatsächlich keine Schadensanzeige. Also, geht weg. Von wegen, dass man irgendwie sehen würde, dass man Reparatur braucht. Aber ja, deswegen gibt es diese Funktion, mit dass man Reparaturen ruft. Und dann kommt der Kollege mit dem Hubschrauber. Wir sind immer noch Erster, da ist er. Und hilft dann. Das wäre natürlich auch cool, das mal noch zu sehen. Aber ich weiß halt leider beim besten Willen nicht, welches die Taste dafür ist. Ich habe sie vorher mal gedrückt, dass ich sie gar nicht drücken wollte. So, wir bescheißen uns mal auf die Strecke zurück. Das war auch nicht wirklich die Ideallinie. So, und wenn es jetzt nicht gleich ins Ziel geht, dann wird es schwierig. Mal gucken. Film in Arizona. United States of America. Man sieht es auch. Das müsste irgendwie... Ist der Grand Canyon in Arizona? Ich nehme es mal an. Das sieht hier schon verdächtig danach aus. Songtitel. Wow. Ich habe auf den... Wen muss ich? Okay. Ich habe auf den Hubschrauber geachtet. Aber jetzt guck mal. Jetzt haben wir zum Schluss dann dafür hier nochmal... Ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben nochmal einen Kampf mit anderen Fahrzeugen. Aber wenn die natürlich in den Privatverkehr reinbrettern... Boah, das war jetzt krass. Man sollte sich nicht ablenken lassen. Ich habe auf den Hubschrauber geachtet. Der kam so cool daher. So, und
dann, ja, als ich wieder gerade ausgeguckt habe, was dann passiert, da wären wir dann fast wirklich aber übel runtergefallen. Da hinten ging es dann doch ordentlich runter. So, jetzt noch die letzten 2-3 Minuten, würde ich mal behaupten. Ich habe nicht ganz raus, wann das fertig ist. Jetzt muss ich aber aufpassen, das ist hier wieder dieses tricky Gebiet oder noch nicht. Nein, geht noch. Da können wir eigentlich noch Gas geben. So, aber es... ich werde das mit Sicherheit noch ein bisschen spielen nachher. Also, das ist mal reingeschnuppert, ganz klar. Das heißt, eine Folge. Da kann man auch nicht viel mehr zeigen, denke ich. So ein Karrieremodus, weiß nicht, wie interessant das ist. Aber ich brauche ein Lenkrad. Ich muss mit dem Lenkrad nochmal spielen. Ich finde es wirklich zum Spielen völlig cool. Vor allem, das sind halt auch Spiele, wenn man die mal kann. Dann machen sie ganz anders Spaß, wenn man sich hier hinsetzt und das dann zum ersten Mal spielt. Das sind dann auch nochmal Welten. Oh, das ist falsch. Okay, wir gehen zurück. Oh, okay. Moment, wir können eigentlich, wenn wir hier runterfahren, mal gucken, ob das geht. Funktioniert das? Ah, schade. Dann werden wir zurückgesetzt. Okay. Hier nochmal lang. Jetzt möchte ich nochmal einmal kurz sehen, ob wir immer noch Erster sind. Dann ist es tatsächlich so, dass einfach die Zeit genommen wird und die Beste zählt dann. Na, zeig mal, was da steht, Kollegen. Jetzt zeigen sie es natürlich nicht mehr. Jetzt, wo sie wissen, dass ich sehen möchte. Na, ja, das wird nichts mehr. Das ist wieder Kollege Hubschrauber. Na, nun rück mal die Gesamtzeiten raus. Das kann doch nicht so schwer sein. Drückt aufs Knöpfchen. Max, drück aufs Knöpfchen. Aha. Wir sind immer noch Erster. Okay, dann würde ich sagen, mit einem schönen Slide stellen wir uns hier hin. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich finde es cool, das Spiel. Ja, wenn man es noch besser kann, macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß. Ich wollte aber auch nicht irgendwie einen Skill zeigen, den ich sowieso nicht habe, sondern ich wollte euch das Spiel zeigen. Und das hat ja soweit geklappt. Ja, es läuft alles noch, also die Aufnahme läuft noch, Webcam läuft noch. Beruhigend, denn das war auch schon anders. Gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal in einem anderen Video wieder. Bis dann. Tschüss.